Immer ein bisschen anderes Video und normalerweise habe ich bei diesen Dingen noch nie mitgemacht. Aber Arthur Brehm hat vor einiger Zeit aufgerufen zu einer Videoantwort und er wollte wissen, zeigt her euer schönstes und euer hässlichstes Messer. Jo, und da ich das hässlichste Messer auf der Welt besitze, habe ich gedacht, hier mache ich doch mal mit. I proudly present das wahrscheinlich hässlichste Messer der Welt. Mein hässlichster Fulder, ein Fulder im Stile eines Stilettos. Rostfreie Klinge, unbekannter Hersteller. Irgendwann ist es mir wohl auf einem Flohmarkt in die Hände gefallen und jo, im Kaufrausch dann mitgenommen. Das wahrscheinlich hässlichste Messer der Welt. Also Arthur, falls es eine Auszeichnung für das hässlichste Messer gibt, bin ich stolzer Bewerber auf diesen Titel. Ja, dann dürft ihr es euch alle mal anschauen. Warum man sich sowas kauft, ich weiß es wirklich nicht. Auf dem Flohmarkt in die Hände gefallen, mitgenommen. Ja, aber auch sowas hat jeder mal in seiner Sammlung. So, dagegen dann mir persönlich mein schönster Fulda, EK Schwede 8. Ein Messer, das ich wirklich liebe und das ich sehr viel verwende. Mit diesem Messer arbeite ich dann sehr, sehr, sehr viel. Dementsprechend mitgenommen sieht es mittlerweile auch aus. Einfacher Fulda von EK, genau das, was ich mir von einem vernünftigen Taschenmesser erwarte. Klinge von ca. 3 mm. Hier mit Führung für den Finger. Fingermulde. Oben eine Daumenmulde. Ja. Sandvik 12C27 Stahl, also bewährter Stahl und ein hervorragendes Messer. Ich besitze dieses Messer seit fast 5 Jahren. Und ich mag es wirklich gerne, vor allem weil es nicht für ein Taschenmesser genau das ist, was ich erwarte. Es ist nicht zu leicht, man kann damit ordentlich arbeiten. Und wenn man hier schaut, der Rücken des Messers, es ist ein wirklich dünnes Messer. Man steckt es sich in der Tasche und man kann es einfach überall mit hinnehmen. Ist dementsprechend auch eigentlich mein EDC-Messer, mein Lieblingsmesser und in meinen Augen das schönste Taschenmesser, das ich besitze. Von den Fuldern her. Ja. Feststehende Messer besitze ich auch. Und wenn wir hier bei meinem hässlichsten feststehenden Messer sind, habe ich hier dieses Messer aus chinesischer Produktion. Keine Ahnung, ob der Hersteller bekannt ist. Columbia USA Saber. Gut, die Klinge dürfte ich mal reinigen. Das Messer wird auch sehr, sehr viel benutzt. Eine Schönheit ist es nicht, aber es ist ein praktisches Messer, mit dem man wirklich auch arbeiten kann. Es hat einen kurzen Griff, voll Tang. Dies gefällt mir ganz gut. Also voll Erlenmesser, voll Tang. Und auch hier haben wir ca. 3 mm Klingenstärke. Stahl, würde ich behaupten, wird sicher 420er Stahl sein. Aber ja, man kann diesen Stahl ordentlich anschärfen, er hält auch ordentlich die Schärfe. Und dieses kleine Arbeitsmesser hier, kann schauen, man kann es wirklich gut greifen, auch mit einer größeren Hand. Hier ist für den Finger eine Aussparung, wo man kann es wirklich toll führen. Es ist keine Schönheit, aber es ist ein wirklich gutes, durchdachtes Messer. Und ja, auch dies ist mir irgendwo entweder auf dem China-Markt, beim Amazon-Shopping mit in den Einkaufswagen gefallen oder ich weiß nicht wirklich nicht, wo es her, vielleicht auch auf dem Flohmarkt gefunden. Ich kann es nicht genau sagen, war ein Messer unter 10 Euro. Ich besitze es seit einigen Jahren und es begleitet mich eigentlich auch ständig. Das Messer liegt in meinem Imkerei-Arbeitskasten und hat an meinem Bienenstand hier schon viele, viele gute Dienste erwiesen. Ein bisschen Flugrost hat er angesetzt hier oben. Ne? Schaust, ich muss es mal wieder ein bisschen pflegen, das ist nicht mehr schön. Aber ja, es ist ohnehin kein schönes Messer, aber ein praktisches Messer und ich mag dieses Messer. Ja, wie gesagt,
Die Scheide, auch dazu kann man nichts sagen, die ist wirklich auch nichts Besonderes, beim unter 10 Euro Messer ja eh nicht, auch mittlerweile schon stark mitgenommen. Ja, sagt Columbia Saber. Ich kann die Messer von Columbia eigentlich wohl empfehlen. Es gibt ja mehrere von dieser Marke. Also die liegen ja einiges hin. Und in meinen Augen ist es eine Vertriebsmarke, die andere Messer nachbaut, wenn ich das so sagen darf. Und die Messer sind eigentlich wirklich nicht schlecht. Ich habe mehrere Columbia Messer in meinem Besitz. Und für die verschiedenen Zwecke, für die man sie braucht, sind sie wirklich gar nicht schlecht, um wirklich kleines Geld zu kriegen. Also die meisten kosten unter 20 Euro und eigentlich wohl empfehlenswert. Man braucht sich nicht viel erwarten. Das hier ist ein Holzimitat im Griff. Ja, hier hinten ein Fang für Fangschlaufe, ein Loch. Aber für den Arbeitseinsatz ein gutes Messer. So, und jetzt kommen wir mal zu dem Messer, was ich finde wirklich für mein Empfinden das schönste Messer in meiner Sammlung, vom spanischen Messerhersteller CDS. Dieses Messer ist mir, das weiß ich ganz genau, beim Shopping auf Amazon ins Auge gefallen. Und ich habe es mir vor einigen Jahren nicht gekauft, sondern geschenkt bekommen zu Weihnachten von meiner lieben Frau. Meine Frau ist ja ganz auf meiner Seite, was dieses Thema angeht. Sie sagt zwar, ich besitze zu viele Messer, aber trotzdem lässt sie mich gewähren, wenn ich mir was Neues kaufe. Und da bin ich ganz glücklich, dass sie mich da nicht in meinem Sammeleifer zurücksteckt. Wenn man ein Sammler ist, dann ist es häufig so, dass der Partner da nicht immer mit einverstanden ist. Und entweder zieht der Partner voll mit oder es gibt Schwierigkeiten in der Beziehung, was das Thema angeht. Meine Frau ist Gott sei Dank auf meiner Seite. Das hier ist das CDS Explorer. Ich werde mir vielleicht noch eins mehr von der Marke holen, weil ich habe noch eins gesehen, das mich reizt. Dieses Messer liegt im Augenblick, glaube ich, so bei 115 Euro oder so. Und ich finde, es ist sein Geld wert. Wollen wir es mal rausholen. Ich finde, es ist mein schönstes Messer. Schauen wir uns zuallererst mal die Scheide an. Die Scheide ist aus Leder. Dieser Knopf hier stört mich ein bisschen, weil der schrappt an der Klinge. Aber ja, es gibt ja immer was zu meckern auf hohem Niveau, keine Frage. Hier ist für einen Feuerstahl noch eine Halterung. Den Feuerstahl habe ich wahrscheinlich schon irgendwo in einem meiner Rucksäcke verstaut, weil ich brauche das hier eigentlich nicht, aber ja, trotzdem nettes Gimmick. Und man kann das Messer halt hier am Gürtel tragen, man kann es hier auch aufmachen und auch am großen Koppel tragen, das ist alles kein Problem. Oder man kann es auch vertikal tragen am Gürtel. Und die Scheide ist wirklich stabil gemacht. Sehr ordentlich, hier unten ist ein Loch, damit das Wasser ablaufen kann, falls sie mal nass wird. Wobei man Niederschneiden ja eigentlich nicht so sehr nass werden lassen soll. Und ja, der eine oder andere wird sagen, gut, so einen dicken Brummer mag er sich nicht an den Gürtel hängen. Aber mir ist es komplett wurscht. Ich mag große Messer, weil auch kleine Messer irgendwann erschöpft sind mit dem, was sie können und an die Leistungsgrenze kommen. Ja, und hier ist das Explorer-Messer von mir ordentlich benutzt. Ich werde bei Gelegenheit auch nochmal ein Review dazu machen. Von der Marke CDS. Der Stahl ist MV58, das ist der spanische Arbeitsstahl, der recht beliebt ist in Spanien, sehr viel verwendet wird und vergleichbar mit einem 440er C ungefähr. Ich würde sagen, ein bisschen weicher, was mich aber eher positiv stimmt, weil es sich dadurch leichter schärfen lässt. Und man sieht, hier konvexer Schliff. Viele Leute haben ohnehin Schwierigkeiten, den vernünftig zu schärfen. Und aus dem Grund ist es ganz angenehm, wenn der Stahl etwas leichter sich anschärfen lässt. Die Schärfe hält es trotzdem recht gut. Und wir haben hier ein Messer, gute, ja, ich sag mal 200 bis 250 Gramm schwer. Ich habe es noch nicht gewogen jetzt gerade, aber würde ich sagen. Und das ist schon ein echter Arbeitsbrummer. Ich mag auch diesen Bowie-Messer-Style und da 17 cm lange Klinge. Irgendwann sind diese 11 bis 12 cm Klingen einfach erschöpft. Und dann muss man etwas Schwereres, nehmen wir hier 5 mm Klingenrücken und etwas Größeres haben. Ja, das ist mein absolutes Lieblingsmesser und ich finde in meinen Augen das Schönste in meiner Sammlung. Und das ist mein Arbeitsmesser, das ist wirklich mein knallhartes Outdoor-Messer, mit dem ich rausgehe, mit dem ich
am Camp arbeite oder ähnliches, wenn ich was mache, wenn ich Holz zerlegen muss. Hiermit kriegst du alles durch. Dies ist ein wirklich gutes Messer, mit dem du wirklich arbeiten kannst. Also wenn ich mich entscheiden müsste, ich darf nur noch ein Messer besitzen, dann ist es das hier. Definitiv. Gut, ich bedanke euch bei euch fürs Zuschauen, lieber Arthur. Danke auch für deine Challenge. Und ja, auch dir weiterhin viel Erfolg. Ich werde jetzt nicht zum großen Video-Antworten-Generierer werden, aber diese Challenge vom Arthur fand ich lustig und aus dem Grunde habe ich einfach mal mitgemacht. Und von daher, ja, danke euch fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.